Um Antibiotikaresistenz in den Griff zu bekommen, müssen wir in erster Linie Antibiotika rational einsetzen. Das heißt, nur bei Indikationen, die wirklich einer antibiotischen Therapie bedürfen. Dann gibt es gewisse Antibiotika, unter denen Resistenzen dann sich sehr rasch entwickeln. Die sollten wir vermeiden im Alltag. Und dann müssen wir natürlich auch in den Krankenhäusern die hygienischen Maßnahmen, die wir bereits in den letzten Jahren deutlich verbessert haben, auf einem hohen Niveau halten. Das bedarf natürlich auch personeller Unterstützung durch geeignete Hygienefachschwestern, damit wir dann gerade in den Krankenhäusern, wo ja bedrohliche Infektionen auftreten, unsere Patienten vor diesen Infektionen schützen. Als wichtige Themen werden wir weiterhin natürlich die Arzneimitteltherapiesicherheit haben, die ja im Rahmen der Aktionspläne, die vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert werden, untersucht wird und auch versucht wird, durch beispielsweise interprofessionelle Zusammenarbeit, aber auch durch den elektronischen Medikationsplan die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern. Ein weiteres wichtiges Thema, auch angesichts vieler neuartiger Produkte, wird die Pharmakovigilanz sein. Wir werden uns darum kümmern, dass diese neuartigen Produkte natürlich hinsichtlich sicherheitsrelevanter Signale dokumentiert werden und auch die Öffentlichkeit darüber rasch informiert wird. Wir werden uns natürlich auch vor dem Hintergrund der steigenden Arzneimittelpreise darum kümmern müssen, dass neue Medikamente rational eingesetzt werden, dass sie auf einer einigermaßen vernünftigen Evidenz basieren und nicht unkritisch eingesetzt werden. Und ein ganz wichtiges Thema wird auch sein, dass die Biosimilars, also die Nachfolgepräparate der Originalbiologika, so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden können heute, und wir dadurch natürlich auf der einen Seite eine gute Arzneimittelversorgung garantieren, aber gleichzeitig auch deutlich an Kosten einsparen werden. Ich denke, viele der Regelungen, die im Gesetz zu mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung aufgelistet sind, sind sehr wichtig. Allerdings bedürfen sie in einigen Punkten noch einer Konkretisierung. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft wird diesen Referentenentwurf ausführlich kommentieren, und wir werden natürlich gerade was die Sicherheit der Arzneimittelversorgung angeht, auch unsere eigenen Forderungen klar formulieren.